Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und namens Dishonored Death of the Outsiders. Das Spiel ist gerade auf Steam freigeschaltet worden. Und siehst du, ich habe noch nichts gemacht. Also komplett blind. Oh, ich bin so aufgeregt, Mann. Okay, beruhig. Ich kriege gerade wie ein kleines Honigkuchenpferd. Mein Name ist der Serko und danke, dass du eingeschaltet hast. Und wir begeben uns jetzt auf die Reise in Dishonored Death of the Outsiders. Perfekt geeignet für Spieler, die sich mit First-Person-Action-Spielern spielen auskennen. Für erfahrene Dishonored-Spieler, Dishonored-Veteranen oder Spieler, die eine herausfordernde Gegner sind, aufmerksam, hartnäckig und gefährlich im Kampf. Eine brutale Erfahrung für die besten Spieler. Deckung bieten weniger Schutz. Geräusche sind auf größter Entfernung zu hören. Verstärkungen sind zahlreiche. Gegner sind sehr aufmerksam, greifen schneller an und verursachen mehr Schaden. Die Wirkung von Elixir ist schwächer. Und anpassen. Und leicht. Genießt die Umgebung und Geschichte und erkundet das Spiel in gemütlichem Tempo. Gegner haben eine eingeschränkte Wahrnehmung, verursachen weniger Schaden und geben die Verfolgung schneller auf. Elixir haben eine stärkere Wirkung und deine Gesundheit regeneriert sich schneller. Okay. Wir spielen auf normal. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß ungefähr, was in Dishonored 2, das habe ich mir angeschaut. Und Dishonored 1 habe ich selber gespielt, also ich weiß ungefähr, wo es geht, aber darauf war ich echt gespannt, weil das so gehypt worden ist. Und wir begeben uns jetzt. Und sag nochmal, wenn ich nicht mehr komme, willkommen zu Dishonored Death of the Outsiders. Und viel Spaß. Mein Name ist Billy Lurk, auch wenn sich nicht mehr viele an ihn erinnern. Ich war jahrelang versteckt, als Kapitänin der Dreadful Whale. Als Schmugglerin, Hehlerin, vielleicht Verräterin, je nachdem, wen man fragt. Namen werden überschattet von dem, was die Leute danach flüstern. Wenn man sich lange genug vor der Welt versteckt, wird man irgendwann vergessen und lebt allein mit seinen Entscheidungen. Aber ich vergesse nie, wer mich aus der Gosse gerettet hat. Daud, das Messer von Dunwall. Ein Name auf den Lippen Verzweifelter und Sterbender. Mörder einer Kaiserin und Retter einer anderen. Die Flamme der Schande lodert lange. Ich verriet Daud und er verschonte mich. Ich ließ Dunwall und meinen Namen zurück, voller Zweifel, ob ich seine Vergebung wert war. Jahrelang lachte ich über mich selbst. Wollte ich die Vergebung eines Mörders? Gnade kann tiefer schneiden als jedes Messer. Aber Vergebung ist etwas, das man um seinetwillen tut. Und für jene, die einen verletzt haben. Ich weiß, dass Daud in Karnaca ist und ich muss ihn finden. Jede Nacht wochenlang der gleiche schreckliche Traum. Ein Straßenkampf. Mein Arm leblos in der Gosse. Mein Auge vom Schwert eines Gardisten ausgestochen. Und wenn ich aufwache, schmerzt es noch für Stunden. Es ist grauenhaft. Das hat mir immer Trost gespendet. Du hast es für mich gestohlen, Deirdre. Jetzt ist es meine einzige Erinnerung an dich. Noch so ein Relikt aus alten Tagen. Aber immerhin noch scharf. Dieser Boxclub in den Albaka-Bädern ist meine letzte Spur. Daud muss dort sein. Tür öffnen. Ich erreiche die Albaka-Böcke. Was? Und suche die Aufträge. Ja, wie? Wie kann ich das? Also, L? Q? Nach links lehnen, nach links lehnen, rüberblicken. Okay. Aufträge, du kannst
dir die Liste mit Aufträgen jederzeit im Tag oben sein drücken, J, um da drin zu öffnen, gehen lesen auf Aufträge und den markieren und jetzt aktivieren, um die Beschreibung und dann zu sehen, weil wenn du einen Auftrag auf euch ausschließt, dann ist jetzt mal eine bestimmte, dachte ich, also meine Belohnung, okay. Dachte ich mir irgendwie. So, Ziele. Das Menü ist, denke ich mal, gleich so wie im Dishonored 2. Untersuche das schwarze Brett, optional, untersuche die Aufträge, lies die Aufträge. Dann Missionshinweise, Missionsgegenstände haben wir auch noch nicht. Hä, was soll ich denn lesen? Lies die Aufträge auf deinen Schreibtisch um. Ah, okay. Haben wir Aufträge, du hast aktuell keine Aufträge. Knochenartefakte. Da können wir dann, denke ich mal, skillen, Wissen und Karten. Okay, Reiseprotokoll. Ein letzter Kampf. Ich hätte es Emily nicht übel genommen, wenn sie mich an einer Stelle umgebracht hätte. Wenn eine Kaiserin gestürzt wird, versinkt alles in Chaos. Viele Menschen wurden verletzt, aber es war schlimmer als das. Nicht wahr? Ich habe geholfen, ihre Mutter zu töten. Ups, ich wurde schon zweimal verschont, aber zumindest konnte ich es wieder gut machen. Ist es das, was Dauphine noch immer fühlt? Ich. Meine Träume werden schlimmer, stärker. Manchmal starre ich auf meinen rechten Arm, als sollte er nicht da sein. Und mein Kopf schmerzt, als wäre ich blind vor Wut, vor Blut. Ich schreibe jetzt alles auf, um nicht durchzudrehen. Oha. Okay, mit links werfen. Oh, was war das? Es lesen. Okay, der weiße Hund soll brennen. Ein Hexe, der Augenlose hat meinen Miki gestohlen. Er ist Wallknochen, weiß und sehr krank. Es bricht mir mein Herz, aber wenn sie Miki finden, erlösen sie ihn bitte von seinem Leid und verbrennen sie seinen Überrest. Retten sie ihn vor beschützen sie ihn und beschützen sie Kanaka vor weiteren Seuchen. Industriespionage. Diese Verbrecher in Albaraka-Bädern stellen oben Tränke und Knochenartefakte. Ihr widerlicher Schnaps geht für ein gutes Geld weg und wir verlieren Tag für Tag mehr Kunden an sie. Bringen sie uns das Rezept für den Ratten-Schnaps und vernichten sie ihre Vorräte, wenn sie schon mal dabei sind. Okay, also ja, das. Raub, Spionage, Taschendiebstahl. Dort hat mich so einiges gelehrt. Damit komme ich erstmal über die Runden. So, was haben wir denn noch so hier? Kaiserin Emily Caldwell will zerbrochenes Kaiserreich heilen. Mann, ich muss mit F, okay. Endlich haben die Renovierungsarbeiten im Towerbezirk begonnen. Nach den letzten Begräbnisriten für den Oberaufseher Yul Kulan und die Glaubensbrüder abgeschlossen wurden, die bei dem Versuch gestorben waren, den Dome Tower von der inzwischen abgesetzten Thron Lila Copperspoon zurückzuerobern. Der jedes Mal in Ordnung hatte, die Überreste der Gefallenen in den letzten Monaten Gewalt umstattet und gleichzeitig gefährliche ketzerische Objekte aus dem Kaiserpalast entfernt. Mit Vertretern der Insel an ihrer Seite gab Kaiserin Emily Caldwell gestern Morgen eine Erklärung ab und rief zur Einheit auf nach dieser großen Tragödie. Die Stärke des Kaiserreichs ist seine Vielfalt der Gedanken und des Handels. Es gibt nichts, was wir nicht gemeinsam schaffen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit den unabhängigen Nationen Morley, Serkuns und Tyvia zum Wohl des Friedens
und Wohlstand und aller zu bekräftigen. Im Anschluss an die Ereignisse wurde mehrere kaiserliche Proklamationen bekannt gegeben, die das erklärte Ziel haben, die Handelsbeziehungen und die Kommunikation zwischen den Inseln wiederherzustellen. Mehrere große öffentliche Baumaßnahmen wurden angekündigt und Architekten aus Serkons und Morley bewerben sich bereit für die Aufträge. Ihre kaiserliche Majestät ist also wieder auf dem Thron. Wenn sie wüsste, was ich hier tue, würde sie mich wegen Verrats anklagen. Das glaube ich langsam auch. Sokolov, öffne Studie in Jura. Drückt einfach Pause. Ich lese jetzt, das wäre zu viel des Guten. Gut, ja? Dass der alte Mann es nach Norden geschafft hat. Welch Glück, ihn kennengelernt zu haben. Wer sich wohl jetzt mit ihm rumschlagen darf. Hättest du so ausgesehen, süße Deirdre? Ich schätze, ohne Doubt wäre ich wohl kurz nach dir gestorben. Oh Mann. Okay, haben wir immer noch das gleiche? Wissen und Karten. Genau. Das haben wir schon gelesen. Okay, dann gehen wir mal auf Aufträge, weißer Hund. So, aber als erstes mal. Nee, das ist nur Alkohol. Okay, das ist blocken. Alter, was schieß ich? Oh. Okay, was haben wir denn hier? Ich suche nun schon seit Monaten. Ich weiß, du bist hier, Daud. Irgendwo. Ah, wir finden dich, Daud. Jeder in Dunwall hatte Angst vor ihm. Außer ich. Dieser Club wird von der Bande der Augenlosen geführt. Beherrschen angeblich schwarze Magie. Wenn das stimmt, hat Daud vielleicht was damit zu tun. Wie gesagt, Pause drücken. Ich werde das alles später lesen. Durchlesen. So, Minken. Okay. Karnaka ist voller Geheimnisse. Hinweise, wo Daud steckt, habe ich nur, weil er sie mich finden lässt. Siehst du, lieber Morgen. In Liebe. I.V. Kitterick. So, was haben wir denn hier? Das Schiff hat sich ja, glaube ich, ziemlich verändert, oder? Alter. Ich weiß gerade nicht. Okay. Was? Oh, warte kurz. Was war das? Und weil der Brief an die Kaiserin. Du kannst dich massiv vielen Dank für dein Geschenk, obwohl ihre Großzügigkeit an die Kaiserin im Rekord war. Ich will ihr Geld nicht. Lady Emily, ich kann ihr Geld nach dem, was ich getan habe, nicht annehmen. Versuche einen Weg zu finden, Frieden zu schließen, verehrte Emily. Ich wünsche erledigen. West zu flicken, Luke verriegeln, Munition, Whisky. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Oh, ein Buch. Alter, ich hab Bücher und Bücher. So, was denn? Ihr könnt ja selber Pause drücken, ne? Okay, so ist Ducken. Okay. Dann wollen wir mal. Dummkiste. Wie kommen wir denn auch? Ich schau mich erstmal um. Okay. Ey, das sieht alles so gut aus. Wie kommen wir denn nicht auch? Ich denke mal noch gut an der Dishonored-Manier. Nee, hier kommen wir nicht hoch. Festgebackte Scheiße. Ah, da geht man den offiziellen Weg. Oh, wie mega das aussieht. Alter, richtig geil. So, ich schaue mich jetzt mal kurz um. Ob wir hier nicht irgendwas Krankes haben, irgendwas Geiles. Kommen wir vielleicht auch in das Schiff rein? Ne? Der Bahnhof ist schon lange ungenutzt. Das Schiff war schwer zu verstecken. Aber bisher ist es sicher.
Nach der Aussage, das kommt noch, Mädel. Also man kann irgendwie nicht hier rein, oder? Oder bin ich einfach nur zu blöd? Egal. Dann gehen wir mal weiter. Oh, ne, was geht denn hier eigentlich lang? Okay, alles Deko. Sollen wir jetzt schwimmen oder was? Nee, okay. Komm auf. Nehmen. Wagen. Okay. Möchte aber nicht, dass. Rattengeflüster. Drücke F, um die Gedanken der Ratten zu hören. Diese kleinen Wesen flüstern sich Dinge zu und tauschen Informationen über das aus, was aus ihrer Sicht auf den Straßen und in den Kellern geschieht. Ihr Gemurmel ist auf kryptisch, doch manchmal geben sie dir auch nützliche Hinweise. Was gibt's Neues, meine haarigen Freunde? Ich soll doch F drücken. Freund, es foltert uns, einer von uns, aber hässlich und groß, trotzdem Freund. Oh, wie süß! Oh, wie geil ist das denn bitte? Oh, das ist alle. Oh, ab in den Wagen. Da kann man bestimmt noch was machen. Zum Beispiel hier. Danger. Oh, guck mal, das auf. Ist immer noch irgendwas Spannendes? Nee, ne? Ich will nur noch mit Ratten quatschen. Bei der Deadwood Blind zum Alborker Badenthorn. Yes. Das sieht so gut aus. Ich bin. Oh, das sieht so gut aus. Mann. Ein letzter Kampf. Du bist auf der Suche nach deinem alten Mentor Dowd, den du 15 Jahre lang nicht gesehen hast. Gerüchte sprechen von einer geheimen Boxloop, der sich in den Borka-Bädern befindet und in der schwarze Magie und Knochenartefakt zum Einsatz kommen. Könnte er sich dort aufhalten? Finden wir es raus? Na schön, die alten Albarka-Bäder sind nicht weit weg. Ich stimme, dass wir uns auch an manche Hinweise können, mich hindern können zu stören. Schlag mir dein Schwert zu. Schwert angriff. Heiducken! So, das läuft doch erstmal wie geplant. Hey, Ratten! Wie geil! Oh. Yeah. Okay, noch einmal. Drücke C, um in den Schleifmodus zu wechseln, dich zu ducken und dich leicht vorzubewegen. Okay. Wenn du Alt gedrückt hältst und Kunde in den Ecken hervorlehnst, W drückst du den Deckel zu spähen und S drückst du. Okay. Ah,
so ist das. Guck mal, können wir so? Zack, können wir? Oder hätten sie stattdessen kritisches und überwältigen? Ich versuche mal so wenig wie möglich zu erwarten. Komm zurück, komm mit. Komm mit. Gut, das lief doch schon mal wie geschmiert, ne? So. Ab, geh mal hier hin. So. Ich denke mal, hier gibt es auch alternative Wege. So, oh, wie geil. Bandera, Big Jumps. Hier ist ein Reiten. Ey, nee, hier gibt es sonst nichts. Okay, dann wollen wir mal. Schnellauswahl. Drücke und halte mittleres Mausrad zum Öffnen. Schnellauswahl gedrückt. Wähle die gewünschte Waffe, Ausrüstung oder Kraft für deine linke Hand und lasse dann, um sie dann mittleres Mausrad los, um sie auszurüsten. Du kannst eine Waffe oder Kraft einer Hotkey zuweisen, indem du sie Schnellauswahl machst und eine Schnellzugstaste von 0 bis 9 drückst. Die Anzahl deiner S und J Gesundheit Elixier ist oben links am Bildschirmrand abgebildet. Du kannst die Elixier auch durch Drücken von R trinken. Okay. Das wird nun, denke ich mal, nicht umsonst. Stromschuss. Okay. Malefall 1, 2, 3. Okay. Stromschuss? Stromschuss betäubt, ne? Der. Ein Elektroschock der Ziele betäubt. Okay. Warum kriegen wir das jetzt? Hey! Gerne, denke ich. Ich weiß nicht, was ich gruseliger finde, mit Ratten zu sprechen oder wie die Ratten drauf sind. Kampf. Okay. Drücke linke Maustaste für einen Schwertangriff, drücke rechts, um den Gegenstand oder die Kraft in deiner linken Hand zu verwenden. Wenn du F gedrückt hast, steckst du deine Waffen weg. Du kennst die Befehle. Wir sollen rausfinden, was die Augenlosen in den Albaka treiben. Ich weiß schon, was sie treiben. Da stinkt's nach schwarzer Magie. Hast du nicht gesehen, wer da ein- und ausgeht? Geno und die verfluchen dich mit Eiterpusteln, wenn du Glück hast. Ach, du und dein Aberglauben. Schlaf gut. Entschuldigung. Walter Kienschuss. Walter Kienschuss mit der ausgewählten Mission. J. Was haben wir denn? Die Voltaikwaffe setzt elektromagnetische Beschleunigung ein, um sowohl tödliche als auch nicht tödliche Projektile abzufeuern. Projektile verursachen beim Aufprall Lärm. Das Abfeuern der Voltaikwaffe jedoch ist gedämpft. Du kannst die Voltaikwaffe verbessern, um aufgeladene Schüsse abzufeuern. Halte einen Rettungsgrad gedrückt, um die Waffe aufzuladen, und lasse zum Feuern los, um je nach Munitionstyp mehr Schaden und unterschiedliche Effekte zu verursachen, okay? Voltaikschuss. Hä? Ich hab doch gedacht. Ach, das glaube ich, habe ich jetzt freigeschossen. Was? Was? Ne, wir finden es nicht genau, aber es sieht sich genau um.
Das Knochen hat wirklich mich mal gerne haben, ne? Kann ich irgendwie. Hier ist nichts, ne? Okay. Hier ist ein Knochenadvok, den möchte ich mal gerne mitnehmen. Habe ich jetzt vergessen? Okay. Ach, hier kann ich mich. Ich kann mich also. So. Hm? 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 Okay. So, wo ist ein Knochenartefakt? Hallo? Ist ein Knochenartefakt? Ich spiele die Sammlerin. Ach so. Okay, ja. Das ist. Ach so. Ja, ja, gut. Darum, oder? Wo ist ein Knochen? Hä? Wo ist das Knochen? Autsch. Gar nicht creepy.